Hey Leute, hier ist Sebastian. Heute zeige ich euch ein recht simples, aber doch faszinierendes Experiment in VFox. Die Rolle. Also am Ende werden wir eigentlich nur eine Rolle haben, aber mit der besonderen Fähigkeit, dass wir halt schnurlos ihre Geschwindigkeit aufzeichnen können. Und das Schöne an dem Experiment ist, dass ihr wahrscheinlich alle Zutaten dafür schon zu Hause habt. Als erstes brauchst du natürlich ein Smartphone mit VFox. VFox ist kostenlos verfügbar für Android und iOS. Besuche einfach vfox.org und folge den Links zum jeweiligen App Store. Außerdem brauchst du irgendeine Art von Rolle, in die dein Handy hineinpasst. Ich benutze zum Beispiel den Teil einer Posterrolle. Ich kann sogar die Deckel wiederverwenden, aber keine Sorge, man braucht nicht unbedingt einen Deckel. Dann brauchst du noch Füllmaterial. Etwas altes Papier reicht. Als letztes brauchst du noch ein zweites Gerät, um deine Daten zu empfangen. Ein zweites Smartphone, ein Tablet, ein Notebook oder ein PC reichen, solange sie im selben Netzwerk sind wie das Handy in der Rolle. Du brauchst lediglich einen aktuellen Webbrowser. Okay, jetzt macht VFox auf und in der Abteilung Mechanik findet ihr dann das Experiment Rolle. Du wirst merken, dass du den Radius der Rolle eingeben sollst. Also lass uns die Rolle vermessen und den Wert in die App eingeben. Aktiviere hierbei auch gleich den Fernzugriff, gib die URL in das zweite Gerät ein und teste, ob alles funktioniert. Falls du bei diesem Schritt Probleme hast, kannst du vfox.org besuchen und dort weitere Hilfe finden, wie man den Fernzugriff einrichtet. Zu guter Letzt stecke dein Handy in die Rolle. Pass auf, dass du keine Einstellungen veränderst, denn das Display wird anbleiben. Nutze das Füllmaterial, um das Gerät in der Rolle so gut wie möglich zu zentrieren. Falls du Deckel hast, schließe die Rolle, damit sie schöner aussieht. VFox wird das Gyroskop in deinem Handy verwenden, um die Winkelgeschwindigkeit zu bestimmen. Da du den Radius der Rolle eingegeben hast, kann VFox hieraus die Tangentialgeschwindigkeit bestimmen, welche der Geschwindigkeit deiner Rolle entspricht. Nun müsst ihr nur noch auf eurem zweiten Gerät auf Start drücken und schon könnt ihr die Geschwindigkeit eurer Rolle live verfolgen. Jetzt lasse ich euch damit ein wenig spielen und hoffe, euch beim nächsten Mal wiederzusehen.